Herzlich willkommen zu Airless-Tipps, dem Format, in dem ihr eure Fragen stellen könnt und wir das Ganze als Video beantworten. Zuletzt hat uns eine Frage erreicht, da ging es um die Wagner XVLP-Geräte, die FC3500 und auch die FC5000 und da ganz speziell um die Sprühaufsätze. Und die Frage war, was kann man tun, wenn es Störungen bei der Material- oder Luftversorgung gibt, wenn die Pistolen oder die Sprühaufsätze spucken oder eben komplett verstopft sind? Welche Probleme können da auftreten? Wie kann man diese Probleme beseitigen? Darum geht es heute hier in diesem Video. Wir haben hier den gelben Standard-Spray-Aufsatz. Es gibt auch noch einen roten, den Feinspray. Den haben wir hier. Den Feinspray-Aufsatz für Lacke. Und dann gibt es auch noch den Wallspray-Aufsatz für Wandfarbe. Das ist vom Aufbau sowohl für die FC3500 als auch die 5000 gleich. Und auch im Aufbau sind die unterschiedlichen Düsenaufsätze oder die Spritz-Sprühaufsätze sind gleich. Und was wir hier im Video besprechen, geht sowohl für diesen Aufsatz, für den Standard-Spray, als auch für die anderen Varianten. Wir schauen uns zuerst mal die Nadel an. Die Nadel sitzt hier drin, hier vorne an der Düse. Und wenn man den Abzug der Pistole zieht, dann bewegt sich die Nadel und öffnet und schließt die Düse. Wenn dort an diesem Mechanismus eine Störung vorhanden ist, weil zum Beispiel Restmaterial dran hängt, Farbe, Lack, der da ja, den ganzen Mechanismus verunreinigt und stört, verstopft, dann kann es sein, dass man gar nicht mehr mitspritzen kann oder auch die Pistole nicht sauber reagiert, dass die Pistole dann eben ungleichmäßiges Spritzbild bringt oder eben Nachspritz spuckt und ja, ein Spritzbild erzeugt, was man so nicht haben möchte. Das kann man aber sehr leicht überprüfen, indem man zum Beispiel den Aufsatz hier oben abschraubt und an die Nadel direkt rangeht. Also ihr könnt einfach hier den gelben Ring aufschrauben, abnehmen. Und nehmt dann die Kappe ab. Ja. Und dann habt ihr hier die Düse. Das ist nicht ganz so einfach. Ihr könnt das aber auch, wenn es nicht funktioniert. So, jetzt habe ich sie ab. Ihr könnt auch mit dem Schraubenzieher ein bisschen machen. Hier ist die Düse. Da greift die Nadel rein und verschließt und öffnet die Düse, um eben den Materialfluss zu steuern. Die Nadel seht ihr hier vielleicht von der Seite ein bisschen besser. Wenn ich hier den Abzug bewege, bewegt sich auch die Nadel und die Nadel drückt dann eben in die Düse und schließt oder öffnet entsprechend. Wenn hier Materialreste drin hängen, wenn Materialreste an der Nadel hängen, dann kann das eben für Störungen sorgen im Spritzbild oder für ein komplettes Verstopfen des Gerätes sorgen und oder der Düse sorgen, sodass man überhaupt nicht spritzen kann. Deshalb hier bitte alles überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder austauschen, wenn die Nadel beschädigt ist, auch die ersetzen und austauschen oder reinigen, je nachdem. Wenn das alles soweit passiert ist, könnt ihr die Düse wieder aufsetzen. Achtung, die Düse von der Richtung sollte natürlich mit der Nadel übereinstimmen, so dass das richtig passt. Und dann könnt ihr das einfach reinstecken, dann braucht auch kein Werkzeug zu. Achtung, hier oben habt ihr so ein paar Kerben und unten auch. Oben ist eine kleine, die unten ist größer. Und das sollte auch bei der Kappe dann entsprechend berücksichtigt werden. Auch hier habt ihr eine Einkerbung, auch hier. Und dann setzt ihr das Ganze entsprechend auf. Ihr seht, das schließt hier bündig ab mit der Kerbe und auch hier mit der hier unten, so dass das richtig sitzt. Dann bringt ihr den gelben Ring wieder rauf. Achtung, hier gibt es einmal Behalterungen für die Kappe, dass es hier richtig sitzt. Und oben seht ihr so einen kleinen schwarzen ja, Punkt, Knopf, Hebel. Der dient dazu, oben die Strahlbreite des Spritzstrahls einzustellen. Und das passiert hierüber. Und deshalb bringt das am besten hier nach ganz rechts, das auch. Das wäre dann der breite Strahl und setzt es entsprechend auf. Dann sitzt alles in Position und ihr könnt einfach festschrauben, wenn dann alles sitzt. Dann könnt ihr auch hier die Strahlbreite problemlos wieder bedienen und ihr könnt auch die Spritzrichtung horizontal oder vertikal an der Pistole leicht verändern, indem ihr hier einfach umdreht und wieder zurückdreht, also so dass die volle Funktion des Farbspritzaufsatz wieder gewährleistet ist.
Neben der Nadel und der Düse vorne, wenn das überprüft ist, gibt es natürlich andere Möglichkeiten, die noch für Probleme sorgen können. Das hat im Wesentlichen mit der Luftzufuhr zu tun. Ihr solltet auf jeden Fall überprüfen, wenn der Sprühaufsatz nicht funktioniert, wenn er nicht spritzt, die Luftzufuhr. Dazu könnt ihr das Steigröhrchen hier abnehmen. Das mache ich nicht ganz einfach, müsst ihr ein bisschen kräftig ziehen. Ansonsten könnt ihr auch hier das ganze Ventil mit Steigröhrchen abschrauben, dann geht es ein bisschen einfacher, das zu lösen. Okay, hat etwas gedauert, aber wir haben es im Endeffekt geschafft. Ihr seht hier das Steigröhrchen. Aufpassen, dass da keine Materialreste drin sind, dass es richtig an den Anschlüssen abschließen kann. Auch hier auf dem Ventil, dass da alles sauber ist. Wir können genauso überprüfen hier. Das Ventil selbst, da sitzt eine Membran drin, eine blaue Gummimembran, ist sehr klein, aufpassen, die verschwindet gerne, dass man die herausnimmt, überprüft, ob Materialreste dranhängen, ob hier in dem Sitz der Membran Materialreste hängen und genauso überprüft man das im Ventil hier selbst, im Deckel. Hier ist auch ein Gewinde, dass da keine Materialreste drin sind, damit das richtig abschließen kann. Und auch hier oben im Luftkanal bitte überprüfen, dass da alles sauber und freigängig ist. Ansonsten, wenn das soweit okay ist, gereinigt ist bzw. ausgetauscht wurde, kann man die Membran wieder einsetzen. Hier sitzt sie wieder, die blaue Membran. Man schraubt das Oberteil des Ventils wieder auf, fest und kann dann das Luftsteigröhrchen einfach wieder aufstecken. Das geht dann in dem Fall deutlich einfacher als beim Abziehen. So, dass hier wieder alles sitzt. Auch im Becherbereich kann es noch Probleme geben, was die Luftzufuhr angeht. Dazu kann man einfach den Becher unten abschrauben. Auch hier wieder bitte das Gewinde überprüfen. Auch das Gewinde an dem Becher. Es kommt oft vor, dass da Material- und Lackablagerungen sind, die dann dafür sorgen, dass der Becher nicht richtig schließen kann und das Ganze nicht luftdicht ist. Ein weiterer Punkt könnte auch noch in der Ansaugung, in dem Ansaugröhrchen liegen. Das können wir auch abnehmen und auch von der Unterseite. Wenn wir das Ansaugröhrchen abgenommen haben, können wir hier nochmal das Gegenstück zum Ventil prüfen und hier die Luftzufuhr, dass die sauber und frei ist von Verunreinigungen und von Materialresten. Ja, da ist ein kleines Loch, da einfach prüfen. Wenn wir die Ansaugung noch überprüfen, dann können wir uns anschauen, die Ansaugung ist hier oben, gibt es eine Dichtung. Diese Dichtung bitte auch prüfen, die kann man auch leicht abnehmen, gegebenenfalls ersetzen. Und im Ansaugröhrchen oben, nicht ganz einfach zu sehen, weil es jetzt weiß ist, gibt es hier ein kleines Loch und auch dort soll die Luft durchströmen können und es sollten keine Farblackreste dort drin hängen, gegebenenfalls reinigen oder eben das ganze Röhrchen ersetzen. Wenn soweit alles okay ist, kann man die Dichtung wieder aufsetzen, festdrücken, so dass alles richtig sitzt und dann wieder in den Deckel hier richtig verbinden, gucken, dass die Sichtung in Position ist und dann kann man den Becher einfach wieder draufschrauben. Ja, also das sind die wesentlichen Punkte, die an der XVLP-Serie an den Sprühaufsätzen Probleme bereiten können. Verstopfungen, Materialreste, die irgendwo hängen und dass dann eben die Luftzufuhr oder auch die Materialzufuhr gestört ist. So kann das leicht auf der Baustelle oder bei eurem Projekt, wenn es einen Fehler gibt, an dem Sprühaufsatz selbst schnell beheben. Unten drunter in der Beschreibung zum Video findet ihr noch einen Blogbeitrag. Dort findet ihr auch nochmal die wichtigsten Ersatzteile zusammengefasst. Wir haben auch einen Überblick nochmal mit den Ersatzteilen zu den verschiedenen XVLP-Sprühaufsätzen zusammengefasst, sodass, wenn ihr da Ersatzteile sucht, die schnell und im Überblick finden könnt. Wenn ihr sonst Fragen habt zu Farbspritzgeräten oder auch zu dem XVLP-Gerät, hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt uns eine Mail. Wir werden sehen, dass wir das in einem der nächsten Videos aufgreifen können. Vielen Dank, bis bald.